Willkommen zu einem neuen Whisky-Video. Ja, erstmal danke an euch Leute. Ich finde es toll, wie ihr kommentiert. Also es freut mich immer noch, dass die Begeisterung da ist. Und ich habe zwar noch nicht ganz die 100 Abos erreicht, wenn ich jetzt dieses Video drehe, aber ich bin nah dran und das ist mehr, als ich dachte, dass ich in doch so relativ kurzer Zeit hier an Interesse finde, sage ich mal. Heute zum Whisky und das ist was, worüber ich mich einfach riesig freue, weil ich habe es ja schon ein kleines bisschen mal erwähnt, dass ich Edward Dauer mag, dass ich die Straight from the Cask Bottlings mag und ich hatte bisher nur den Bellachin vorgestellt. Heute Straight from the Cask, 12 Jahre, Sauterne Fass, ein Edward Dauer, also ein nichtrauchiger Whisky. Destilliert am 22. September 2004 und bottelt am 27. März 2017. Fassnummer 365, eine von 397 Flaschen und abgefüllt mit 53,5% Alkohol. Ja, Sauterne. Ich habe ja erwähnt, ich trinke gerne Wein und ich finde gerade französischer Weißwein wird unterschätzt. Viele Leute denken, Sauternes wäre ein aufgespritzter Starkwein. Das stimmt aber nicht. Sauternes ist ein kleines Weinbaugebiet um die namensgebende Gemeinde und sind nur 5 Dörfer und 1200 Hektar, glaube ich, wo ihren Wein dann Sauternes nennen dürfen. Es sind 3 Rebsorten, die dort angebaut werden. Der Wein ist ein Cuvée. Und um sich Sauternes nennen zu dürfen, muss das Ergebnis mindestens 13% Alkohol haben. Die kriegen das deshalb zuverlässig hin, weil die Gegend dort sehr feucht, neblig, warm ist und sich auf den Trauben ein Edelpilz bildet, der die Gärung ein bisschen ankurbelt und die Zuckergewinnung. Und wenn es in Jahrgängen schlecht läuft, dann helfen sie sich, dass sie eine Art Eiswein rausmachen. Der Output ist relativ gering und die Vorschriften da relativ hart, aber es ist eben kein aufgespritzter Wein, sondern es ist wirklich ein Wein, der über die Gärung diese 13% erhält, mindestens, und nicht irgendwas zugesetzt wird. Die Rebsorten ist Semillon, Cabernet Blanc und Muscatel. Und ja, wie gesagt, erzielt wird das Ganze durch einen Edelpilz, der eine Fäule im Endeffekt, die auf den Trauben wächst, durch die extreme Luftfeuchtigkeit. Ja, über 50%. Ich habe mir 2 Gläser gerichtet. Ihr seht, ich habe auch schon ein klein bisschen probiert. Sieht doch toll aus, oder? Also, ganz ehrlich. Ich stehe ja auf die Bellachin-Abfüllungen, aber in diesen braunen Boxen mit den cremefarbenen oder weißen Etiketten hat das einfach noch einen ganz anderen, edleren Style wie die blauen Dinger. Ja, Originalfarbe. Wie gesagt, in einem Glas habe ich ihn unverdünnt, sprich in diesem hier, und hier habe ich einen Tropfen Wasser reingetan. Und ja, ich würde sagen, wir wenden uns mal dem Whisky zu. Unverdünnter Form, hat er einen relativ, ja, er hat eine Alkoholnote drüber, die durchaus merkbar ist. Ich habe ihn jetzt schon gut vor Viertelstunde, 20 Minuten eingegossen und inzwischen wird es besser. Also das sage ich jetzt aus der Erinnerung vorhin vom Eingießen und vom ersten Versuch. Wenn man nah dran geht mit der Nase, hat es immer noch eine relativ kühle, mentholige Note, was in ziemlichem Kontrast steht zu dem, was dann kommt. Und wer jetzt auf einen süßen Wein-Touch gehofft hat, ist bei dieser Abfüllung völlig auf dem Holzweg. Feuchte Erde, Moos, Waldpilze, angegorene Trauben, neuer Wein. Also so ganz junger, der gerade an der Kippe zwischen Traubensaft und Wein ist.
Eine leichte Hefenote. Mentholisches Alkohol. Das ist das Einzige, was ein bisschen frisch hier riecht. Ja, und wenn man mit der Nase zu nah dran geht, dann haut einem das Alkohol Menthol so richtig in die Nase und ist an der Kippe zu unangenehm. Und das, obwohl er nur 53, irgendwas hat. Also ich habe da schon 60% am Glas gehabt, die hatten in der Nase den Alkohol besser eingebunden. Aber eben diese erdige Note, diese vermodertes Holz, Moos, feuchtes Moos, Waldboden, Pilze. Und dazu dann eben diesen frischen, trockenen und wirklich, ich meine jetzt wirklich trockenen, wie säuerlich trockenen, entstehenden Wein. Also ich komme ja aus einer Gegend, wo man wirklich auch Reben hat, wo man Wein anbaut. Also nicht weit weg von mir ist das Markgräflerland. Und bei uns gibt es dann regional zu kaufen, im Kanister im Herbst, wenn der frische Wein draußen ist, eben neuer Wein in verschiedenen Gärstufen. Sprich, man hat den, der noch Traubensaft ist, und dann gibt es das, was man bei uns die Federwiese nennt. Das ist das, wenn dann sich obendrauf schon so eine Hefeschicht bildet und die Süße vom Alkohol schon mehr oder weniger gefressen wurde. Und diese Noten, die habe ich hier sehr, sehr stark drin. Ja. Kräftiger Antritt, aber nicht unangenehm. Prickelt auf der Zunge. Alkohol ist spürbar, aber nicht scharf. Süße, angefaulte Trauben. Wie gesagt, dieses Pilzaroma. Eichenwürze. Erdige Noten. Bisschen muffig. Hinten raus nimmt dann diese Süße zu. Es kommt noch eine Spur Malzig und Hefigkeit rein. Aber nicht wie bei einem extrem jungen Whisky, sondern es ist wirklich so eine Hefigkeit von einem entstehenden Wein. Und sie hat eine Restsüße drin. Und das trägt sich relativ schön mittellang, würde ich sagen, hinten raus und verblasst dann ganz allmählich. Auf der Zunge im unverdünnten Zustand deutlich ausgewogener, wenn auch von Noten etwas eigener als in der Nase. In der Nase ist, wie gesagt, für mich der Alkohol ein klein bisschen zu stechend. Und ein sehr großer Kontrast zwischen dieser mentholischen Frische und den sehr, sehr dumpfen Noten vom Whisky, von dem Weinfass. Ja. Habe ich hier wirklich weiße Trauben. Ein bisschen was Bitteres kommt noch mit. Eine Art säuerlich bittere Note, wie eine leicht angedeutete Grapefruit. Dazu sehr, sehr erdig. Diese Pilznote ist wieder da. Wie wenn man im Wald selber Pilze sucht, im feuchten Laub und die Dinger aus dem Boden dreht und dieser Pilzgeruch von frisch geernteten Pilzen in die Nase aussteigt. Eben Eichenwürze, aber es wirkt ein bisschen wie so ein bisschen vermodertes Holz. Ja, Abgang ist mittellang. Es ist ein sehr, sehr spezieller Whisky, sage ich mal. Ich stehe auf etwa Dauer und ich stehe auf eigenwillige Tropfen und ich mag neuen Wein, aber wer mit dieser Hefig gerade gärenden Weinnote ein Problem hat, das sollte dringend die Finger von dieser Abfüllung lassen. Ich wende mich mal dem Glas mit dem Wasser drin zu. Das Stechende vom Alkohol ist weg. Er riecht insgesamt frischer. Ich habe jetzt hier
frische Trauben, nicht so sehr vergoren, weniger Moos. Diese Pilznote ist trotzdem ein bisschen da, aber nicht so extrem. Sie wirkt jetzt ein bisschen süßlicher, ein bisschen, ja. Dazu eine leichte, ja, ich würde fast sagen eine leichte Zitrusnote, aber irgendwo im Hintergrund. Entsprechend zu der Grapefruit, die ich bei der unverdünnten Version auf der Zunge hatte. Bisschen Eiche, aber sie wirkt jetzt eher wie Eichenfass und nicht mehr wie vermutertes Holz. Also das sind jetzt Eichennoten mit leichten Gewürzen mit drin. Ich meine hier auch ein bisschen was von diesem Muskatell rauszukriegen, wie ich es in einem Kalila in der Distillers Edition habe oder ja in ganz wenigen anderen Whiskys auch im Finish. Einfach weil das der, ich sag mal, der charakterlich auffälligste Wein in diesem Cuvée ist, denke ich mal, dass diese Note drin kommt. Muskatellwein hat eine ganz, ganz typische Note, wer den mal getrunken hat, weiß, was ich meine. Und ich meine jetzt den Wein. Ich meine nicht Muskatell Sherry, der ist zwar aus denselben Trauben, aber durch das Süße vom Sherry geht viel von dieser typischen Note verloren. Ja. Insgesamt riecht er so ein bisschen zugänglicher, weicher, nicht so erdig, nicht so dreckig. Aber ich mochte die anderen Aromen auch. Das Problem ist in der unverdünnten Version einfach der Alkohol, der ein bisschen zu stark durchschlägt. Und das tut er hier jetzt einfach nicht mehr. Ja, auf euch. Milder, weicher, mundausfüllender, fühlt sich jetzt richtig ölig an, prägelt den ganzen Mundraum, angenehm, eine interessante Süß-Sauer-Mischung. Wir haben süße Trauben und eine säuerliche Zitrusnote im Wechselspiel, dazu Eichengewürze, ein bisschen Nelken würde ich sagen. Eine leichte, weinige, diesmal süße, weinige Note im Gaumen. Nach hinten raus nimmt dann ganz langsam das Erdige wieder überhand. Und dann kommt diese Pilznote und dieses Moos wieder mit rein. Hält sich jetzt länger wie bei der unverdünnten Version. Und geht am Ende Richtung, ja, sich zersetzendes Holz, Pilze mit einer fauligen Süße. Aber versteht das nicht falsch, es ist nicht unangenehm. Es hat was. Also, ich denke mir, der Whisky dürfte einige Leute abschrecken und ich würde ihn nicht jedem empfehlen. Allerdings, wenn ihr die Chance habt, ihn zu probieren, er ist was Eigenes und ich denke, das spielt wirklich viel dieses Sauternfass mit, dass diese Edelfäule von den Trauben sich gut zu diesem erdigen Charakter, den Edward Dauer eh schon hat, addiert und das Ganze irgendwie dann dieses erdig-pilzige hoch 10 produziert. In der unverdünnten Version extremer, aber unausgewogener. In der verdünnten Version kommen ein paar mildere, süßere Aromen besser durch. Dafür sticht der Alkohol nicht mehr. Insgesamt sicher kein einfacher Whisky, ich finde ihn aber auf seine Art gelungen, weil er komplett was anderes ist. Und ja, ich muss jetzt sagen, warum habe ich diese Flasche heute aufgemacht? Oder nein, ich habe sie gestern aufgemacht, aber warum habe ich sie heute für euch im Video? Ich habe ganz einfach die Nachfolgeflasche für 65 Euro gekriegt und musste da einfach zuschlagen.
die 2018er Bottling. Und dann dachte ich, ja, okay, dann kann ich auch den 2017er jetzt gedankenlos aufmachen, weil effektiv den Sauternes hatte ich bisher noch nicht im Glas. Andere hatte ich vorher die Chance, ein Sample zu probieren. Das hier war ein Blindflug. Ich habe ihn natürlich vor dem Video mal probiert, weil ich gehe nicht gern unvorbereitet hier ins Video rein. Ich spiele auch gern ein bisschen damit. Aber ja, ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe den blind gekauft im Endeffekt, einfach weil ich weiß, ich mag Edward Dauer und was die machen, ist in der Regel toll. Ja, ich hoffe, das Video war interessant. Vielleicht habe ich das Interesse bei dem einen oder anderen für den Whisky geweckt, vielleicht auch den einen oder anderen gewarnt auf diese Art. Wünsche euch einen schönen Abend, hoffe, das war interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.